Also hallo und willkommen zu unserem ersten Live-internationalen Talk, präsentiert von der Helden Panke auf der Website Brave New Europe und der Heterodox German Economic Organization. Mein Name ist Matthew Rose. Ich bin einer der Editoren von Brave New Europe. Dieser erste Talk ist von Bill Mitchell. Und im Übrigen bei ihm, wo er gerade ist, ist es 5 Uhr morgens. Also vielen Dank, dass er so früh aufgestanden ist für uns. Ich werde nicht viel über Bill sagen, denn ihr kennt ihn sicherlich alle als einer der Mitbegründer der Modern Monetary Theory. Was die meisten Menschen aber nicht wissen, ist, dass Bill eine der führenden Autoritäten ist in der EU. Und wenn ich sage, eine der führenden, dann ist das nicht genug. Man kann sie an der Hand abzählen, er ist einer von ihnen. Also sind wir sehr, sehr froh, dass er hier bei uns ist. Wir sprechen über europäische Politik und Wirtschaft innerhalb der Corona-Krise. Und am Ende könnt ihr Fragen stellen. Wenn ihr also im Fenster nach unten schaut, unten lest ihr Chat auf Deutsch oder Englisch. Ihr könnt eure Fragen also auch während des Talks stellen. Am Ende werden wir sie alle abarbeiten. Das wäre es soweit von mir. Noch einmal vielen, vielen Dank, Bill. Und die Bühne ist deine. Okay, vielen Dank, Matthew. Und vielen Dank an alle Menschen in Helle Panke und Brave New Europe und den Studentenorganisationen. Ich bin für gewöhnlich nicht um 4.30 Uhr in meinem Büro am Morgen, aber zum Glück habe ich diesmal kein Jetlag. Als Konsequenz davon, dass ich nach Europa reisen musste. Ich werde 30 bis 40 Minuten reden. Das ist etwa die Länge, wie sich Menschen bei Zoom konzentrieren können. Ich werde keine Folien haben. Ich glaube, für Folien ist es zu früh. Womit wir heute anfangen werden, ist, dass Regierungen weltweit, nicht nur in Europa, sondern weltweit, und innerhalb der letzten 30, vielleicht 40 Jahre, haben Regierungen, was wir heutzutage grob Neoliberalismus nennen, in ihren Gedanken gut aufzunehmen. Erst in den 70ern wurde Monetary Theory dann auch aufgenommen. Cognate ist ein Wort, das ich nicht verwenden sollte, denn es beinhaltet Wissen und das Wort hat damit nicht viel zu tun. Ich denke, der eher neuklassische Makroökonomie und die Angebotstheorie, die Wirtschaftszyklen und all solche Dinge. Das führte zu einem ideologischen Umfeld für Regierungen, dass dann diese Politiken, Rahmenbedingungen gemorpht ist, die wir heute als Neoliberalismus identifizieren. Wir sind also besessen gewesen mit Fiskaldefiziten, die haben sie als Dämon dargestellt. Wirtschaftler stellten alle Vermutungen an. Wie ein erhöhtes Staatsdefizit Arbeitslosigkeit angehen kann. Mittlerweile gehen die Vorurteile in der Wirtschaft eher in Richtung MMT. Wir sagten zuerst, Inflation, Politiken sind die einzigen Arten, das anzugehen. Und dass die Zentralbanken Inflation bekämpfen müssen und dass Fiskalpolitik sich dem anpassen sollte. Und dass sie dem nicht im Weg stehen durfte. Und als Konsequenz war Arbeitslosigkeit kein Politikziel mehr,
In früheren Jahrzehnten war es ziemlich eindeutig. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Konsens innerhalb der entwickelten Welt, dass Regierungen ihre Politik, ihre Finanzpolitik nutzen sollte, um Arbeitslosigkeit möglichst niedrig zu halten, da fast allen klar war, dass die Kosten der Arbeitslosigkeit weitaus höher sind als alle anderen Kosten. Arbeitslosigkeit war eine sehr, sehr wichtige und zentrale Politik, um sie niedrig zu halten. Und in den 70ern, 80ern, 90ern gab es einen ideologischen Wandel, dass Arbeitslosigkeit ein Werkzeug wäre. Das passierte, indem man sich auf Zentralbanken verließ, dass diese die Raten setzen würden. Und Fiskalpolitiken eher passiv sein mussten und Überschuss generieren sollten. Einer der Ausreißer davon war Japan. Sie hatten den größten Immobiliencrash in den 90ern und realisierten damals schon, dass der einzige Weg, ihre Wirtschaft zu retten, wäre, das Fiskaldefizit auszuweiten. Und das haben sie ganz sicher auch gemacht. Innerhalb der 90er Jahre hat die japanische Regierung ein Defizit getragen, das über 10% des BIP war, was in der Zeit wahnsinnig klang. In den Augen der Neoliberalen. In den frühen 2000er begann die Bank Japans auch einen Aufkauf von Regierungsanleihen. Dementsprechend liegen die Raten niedrig. Die Bank Japans sammelte, die Bank Japan hielt einen Großteil der japanischen Kredite, der Regierungskredite, hatte sie aufgekauft. In den 90er Jahren hatten wir alle vorausgesagt, dass Japan pleite gehen würde. Denn früher oder später würden die Anleihenmärkte diese erhöhten Defizite sehen, die mit ihnen einhergehen. Und wir sagten voraus, dass diese Schulde so übermäßig werden würde, dass sie insolvent gehen würden. Und auf der Geldseite wurde vorausgesagt, dass die Inflation erhöht werden würde, verstärkt, da die Zentralbank ja die Regierungsschulden aufkaufte. Und als Resultat davon wurde gezeigt, dass das so unnötig war. Während des GFC hat sich dieses Muster von Zentralbanken, die Anleihen kaufen und damit direkt oder indirekt Regierungsausgaben zu finanzieren, die Norm. Und keine der Voraussagungen meiner Berufsgruppe wurde wahr. Im Gegensatz. Zinsen in Japan waren immer niedrig. Eine große Inflation ist auch nicht aufgetreten. Die Tatsache, dass wir so falsch lagen, hat auch große Wellen weltweit geschlagen. Jetzt haben wir die Situation, in der wir Anleihenmärkte haben, die zu negativen Zinssätzen führen. In einem Gespräch, das ich früher in diesem Jahr gehalten habe, in einem Talk, war der Punkt, zu dem ich hinaus wollte, war, dass Japan die größte Rose to Public Debt Rate weltweit hat. Und natürlich ist das auch die Grundlage all dieser
weiter bestehenden Voraussagen, dass es zum Desaster kommen wird. Aber man erkennt, dass die Schuldenraten in Japan nicht allzu schlimm sind. Denn sobald mit der Zeit, wo die alten Schulden abgezahlt sind, ist Japan schon bei negativen Zinsen angekommen. Das ist eine Sache, die Mainstream-Ökonomen auf gar keinen Fall irgendwie erklären können. Jetzt in der Pandemie sehen wir den zweiten großen Konflikt mit diesem neoliberalen Denken. Der erste war das GFC. Diesmal ist es aber weitaus extremer, wenn man sich das Steigen der Verschuldung der privaten und der staatlichen anschaut. Was wir jetzt sehen, ist Kapitalismus unter Erste Hilfe in der Intensivstation. Die einzige Behandlung, um die Analogie weiterzuführen, ist Regierungshilfe. Es gibt keinen Weg, wie Kapitalismus überleben kann, ohne massive Defizite, die über mindestens ein Jahrzehnt aufrechterhalten werden. Und Bürger müssen sich daran gewöhnen. Diese Realität, gegen die viele Regierungen ankämpfen, ist, warum man sagt, dass sie in einer ideologischen Falle sitzen. Denn ihre ideologische DNA sagt, dass das auf keinen Fall richtig sein kann, in die Wirtschaft so viel Geld zu pumpen. Sie wissen aber, dass wenn sie das nicht tun, dass die Wirtschaft, die Weltwirtschaft kollabieren würde. Und das wäre Chaos. Aber sie wissen auch, dass während sie das machen müssen, dass dieser ideologische Shift, den sie damals durchgemacht haben, auch heute noch an ihnen reißt und zerrt. Man sieht also weiterhin Regierungen, die intern debattieren zwischen den mehr konservativen und weniger konservativen Seiten. Natürlich, die progressive Seite der Politik ist auch in Aufruhr, denn sie dachten, sie waren schlau, indem sie all diese neoliberale Makroökonomie angehen und einbauen. Und vermehrt haben sie über die letzten 10 Jahrzehnte, die letzten Jahrzehnte sich selbst unwählbar gemacht. Sie haben so sehr ihre eigene Hauptidee hinter sich gelassen, die Arbeiter zu repräsentieren und die Underdogs und die Benachteiligten. Und jetzt geht es auf einmal um die Konzerneliten. Und darum eben sich wichtigen Menschen Extras zu geben, dass sie jetzt unwählbar geworden sind. Keiner von ihnen kann jetzt mit einer radikalen Veränderung aufkommen. Das sind globale Spannungen. Sie sind aber verstärkt in Europa. Und das noch verstärkt innerhalb der 19 Mitgliedstaaten. Für diejenigen von euch, die mein Buch gelesen haben von 2015, Eurozone Dystopia, ihr werdet wissen, dass ich glaube, dass die Eurozone und die Währungsunion von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. Und in diesem Buch und in meiner Wissenschaft und in meiner Arbeit über Europa habe ich den Prozess der Integration lange beobachtet.
Ich war ein bisschen in den 90er Jahren auch involviert in Diskussionen, als die EU-Kommission wollte. Den Stability and Growth Pact und die Fiskalregeln Reverse Engineering zu rechtfertigen. Und da luden die Wirtschaftler ein von Föderalsystemen, wie zum Beispiel Australien, das auch ein Föderalsystem ist. Natürlich habe ich viele Erfahrungen, in einem relativ funktionalen Föderalsystem unterwegs zu sein. Ich erinnere mich, ich war in Florenz, ich glaube, es war 96 in einem EU-Kommission-Workshop, wo ich den Punkt machte, das Argument rüberbrachte, dass der Maastricht-Prozess und das System, das sich und die Architektur, die daraus erwuchsen, völlig dysfunktional sein würden, dass sie keine großen Up- und Downs in der Wirtschaft ausbalancieren könnten. Sie sagten alle, hey, guck mal, du bist ein Außenseiter, du verstehst nicht, wie Europa intern funktioniert. Und ich glaube, wir können alle sehen, was passiert ist. Was wir aus einer tiefen Studie dieses Prozesses lernen, ist, dass die frühen Bemühungen, eine Architektur für Wirtschaftsintegration auszubauen, nicht besonders optimistisch waren. Wenn man sich Pierre Vernes Bericht in den 70ern anschaut, dieser Bericht schaute sich Föderation und föderale Systeme an in den USA und Kanada an. Und die Schlussfolgerung, zu der sie kam, war, dass der einzige Weg, wie man eine funktionale, geteilte Währung hat, ist, wenn man eine föderale Fiskalkapazität aufbaut, also ein Finanzministerium, eine Schatzkammer, die ganz nah integriert sein muss mit einer föderalen Zentralbank, da die beiden Tag und Tag für Tag zusammenarbeiten müssen. In allen Ländern arbeiten die Zentralbanken und die Schatzkammern sehr stark zusammen. Was Verne damals sagte, war, dass man Architektur auf Bundesebene lassen soll und ihnen da Autorität lassen muss. Dass man diese Funktion innerhalb des EU-Parlaments einarbeiten muss. Und dass die zusätzlich die Fiskalfunktion der einzelnen Mitgliedsländer natürlich beeinträchtigt sein müssen durch die Föderal-Fiskalfunktion. Das heißt, es dass die Freiheit der Entscheidung, das freie Ermessen in den einzelnen Ländern nicht mehr so wichtig wäre und dass die föderalen Entscheidungen mehr dominant wären. Geschichte zeigt, dass die Franzosen und die Deutschen darüber viel gestritten haben. Was typisch war für die Zeit, die Franzosen und die Deutschen konnten sich nie auf irgendwas einigen. Die nächste Studie war dann der MacDougall Report in den 77ern. Und auch sie gingen wieder ans Werk, studierten Föderation. Und ihre Schlussfolgerung war fast dieselbe. Nur, dass sie noch einen Schritt weiter gingen und sagten und eine politische Aussage trafen, dass in der vorausschaubaren Zukunft, in der nahen Zukunft, gibt es keinen Weg, wie die Voraussetzungen für eine funktionelle Währungsunion realisiert werden können, wenn wir uns die historische und die kulturelle
Kontext angucken, in dem das entstehen soll. Europa ist nicht nur all seine Mitgliedstaaten, sind nicht in einer Position, wirklich gut zu kooperieren, um die Architektur aufzubauen, die nötig wäre für dieses System. Das hatte viel zu tun mit den französisch-deutschen Dynamiken. Was wir von dem Maastricht-Prozess gelernt haben, war, dass die Deutschen Italien nicht Teil der EU haben wollten, der Währungsunion. Und sie versuchten, die Deutschen versuchten Wege zu finden, Italien hinauszuhalten, auf der Basis, dass sie so viel Schulden haben. Allerdings wurde dann das Argument angebracht, dass man dann auch Belgien nicht einladen kann in die Währungsunion. Und unter diesen Vorwänden wurde dann auch wieder Italien aufgenommen in die Diskussion. Vorher aber der einzige Weg, wie Europa an diesen Punkt kommen könnte, diesen Maastricht-Prozess anzugehen in den 90ern, war aufgrund von fundamentalen Veränderungen innerhalb Frankreichs. Zuvor war in Frankreich ein Ministerium, ein keynesisches Ministerium, dominant. Und das Finanzministerium war nur an zweiter Stelle an Wichtigkeit, hatte aber viel mehr Ähnlichkeiten mit den Attitüden der Deutschen. Und als er dann seine sozialistische Credentials einfach zurückließ, fing dieser Wandel auch an, dass er seine Agenda einfach fallen ließ. Delors fing an, von The Strong Frank zu reden. Er äußerte sehr eindeutig, dass Frankreich mehr werden müsste wie Deutschland. Er hatte diese Besessenheit über Inflation, die Deutschland sehr lange inne war. Er sagte, dass die Franzosen wie die Deutschen werden sollten. Und woher dieser Wandel kam, war, dass Monetarismus die sozialistische Partei zu infizieren begann. Es wurde viel über das soziale Europa geredet. In wirtschaftlichen Worten, er hat die Hauptprinzipien des Monetarismus angegangen, die wirklich der Vorläufer dessen waren, was wir heute als Neoliberalismus kennen. Und das war der Grund, warum Delors, als er zu der Kommission ging, das Wichtigste an diesem Komitee war, an das sich viele Leute nicht erinnern, ist, dass Delors dieses Komitee selbst aufgestellt hat, aber alle Finanzminister aus diesem Komitee ausgeschlossen hat. Denn er wusste, sie würden sonst niemals eine Einigung finden würde. Und so kamen wir zu Maastricht. Es gab so unheimlich viele Scams, wie Delors das verkauft hatte. Er wusste, dass der Nationalismus innerhalb Europas dieses Konzept sehr willkommen heißen würde. Dieses Prinzip, dass du politische Macht hast,
Und zwar an den Stellen, wo es am effektivsten wäre, auf dem Level, auf dem es am effektivsten ist. Und er wusste, dass die Franzosen nicht mitmachen würden, wenn sie nicht an ihren Fiskalrechten festhalten könnten. Delors wusste, dass er mit einer sehr strengen Zentralbank auch die Deutschen mit ins Boot holen könnte. Und all diese kleinen Dinge hatten ihre Rolle darin, die europäische Architektur aufzubauen. Man versuchte grundsätzlich, all die Eigenheiten und Paranoias der involvierten Länder alle etwas abzuflachen und ihnen entgegenzukommen. Hätte man die gesamte Kraft an irgendwas sehr Zentrales gegeben, hätte, also wie zum Beispiel Italien, hätte das all die Ängste der Deutschen nur verstärkt. Und da hätten sie dann nicht mitgemacht. Deutschland fürchtete, dass andere Länder die gemeinsame Währung nicht sinnvoll ausgeben würden und wir, die Deutschen, davon dann ihre Nachteile hätten. Das war ein sehr langfristiger Prozess, wo die fiskalen Regeln einfach aus dem Nichts kamen. Da gab es keine Logik hinter. Tatsächlich ist die 3%-Regel ein Resultat einer früheren Übung. Und für alle, die diesen Zeitraum, ne, kennen, verstehen auch, dass der deutsche Finanzminister Theodor Vogel kein Wachstums- und Stabilitätspakt vorschlug, sondern einen Stabilitätspakt. Realität war aber, dass dieser Pakt weder Stabilität noch Wachstum beinhaltete. Diese Regeln wurden aber implementiert und an den Pakt mit angepasst. Heftet quasi aufgrund des Misstrauens innerhalb Europas. Man wollte also keine föderale Fiskalstelle haben. Also hatte Delors den Plan, die Autoritäten auf Bundesebene zu lassen. Und natürlich aufgrund der Vorurteile, die es gab, musste es auch mehr Regeln geben, die es wichtig machten, dass wenn eine Regierung einen großen Downturn begegnen würde, gäbe es dann sofort eine Sparmaßnahmen Vorurteile. Die EZB hat zu dem Zeitpunkt das Gesetz gebrochen. Wir wissen, dass das Europäische Gerichtshof sagt, dass dem nicht so war. Und all die Banker sagen, dass all dieser Anleihenaufkauf, der zu noch mehr Anleihenaufkäufen kam, dazu gab es die Aussagen, dass es nur um Liquidität ging. Aber jeder, der irgendwas weiß, weiß, dass das Ausmaß der Anleihenaufkäufe, an denen die EZB teilnahm und noch immer teilnimmt, weitaus größer war, als was nur für ein Aufrechterhalten der Liquidität innerhalb der Märkte notwendig gewesen wäre. Was die EZB tatsächlich tat, war das Fiskaldefizit zu finanzieren, auf das die Mitgliedstaaten nicht
bankrott gehen. Wir wissen ja, dass ein grundlegender Mechanismus der Eurozone ist, dass die Mitgliedstaaten ihre Autorität über die Währung aufgegeben haben. Das heißt, sie haben eine Fremdwährung, den Euro. Dementsprechend sind ihre Ausgabenentscheidungen in Abhängigkeit von dieser Währung zu treffen. Insbesondere in 2010, aber auch im Juni 2012, fingen die Anleihenmärkte sehr, sehr unruhig zu werden. Italien war eins davon. Und hätte die EZB zu dem Zeitpunkt nicht viele der Schulden Italiens aufgekauft und andere Regierungen, dann wäre es fast sicher, dass das italienische Regierung bankrott gegangen wäre. Der Spread gegen die Anleihen wäre so weit gewesen, so groß, dass es keinen Ausweg mehr gegeben hätte. Also tatsächlich überlegte die europäische Wirtschaft diese Krise nur, weil die EZB die Pakte ignorierte. Das wurde größtenteils wirtschaftlich und politisch ignoriert. Man wusste damals aber sehr gut, dass das ganze System ansonsten kollabiert wäre. Was jetzt also allen klar sein konnte, war, dass die Architektur dieses Systems grundsätzlich fehlerhaft war und nicht funktionieren konnte. Wenn man doch das Gesetz dafür brechen muss, um das System am Leben zu halten. Das letzte Thema, das ich ansprechen möchte, ist dann jetzt schnell zu der Pandemie, an der wir sind. Jetzt sind all diese Spannungen nochmal verstärkt worden. Und ich sehe drei große Spannungen, die dabei aufgekommen sind. Polen ist eine große Spannung. Die Wiederwahl der Regierung diese Woche hat, wie ich es nennen würde, ein sehr unangenehmes Umfeld geschaffen. Und wie man damit umgehen soll, ist unklar, wie die EU-Kommission damit umgeht. Aber auch jetzt, dieser gesamte Pakt und diese Kultur, die darin mitschwingt, wurde stark eingeschränkt von Ungarn und vielen anderen Ländern. Und bis jetzt hat die EU-Kommission da eigentlich nicht hingeguckt und haben sich nicht darauf vorbereitet, irgendwas zu machen. Also werden wir warten und das abgucken müssen. Das andere, was ich ansprechen möchte, ist Brexit, natürlich. Im Gegensatz zu Michel Barniers Darstellungen während Protesten, der Brexit-Schaden an Europa ist weitaus größer als der Schaden an Großbritannien. Großbritannien wird da durchkommen. Da Großbritannien all dieser legalen Struktur entfliehen kann, die Teil der EU zu sein mit sich bringt und es jetzt seine eigene Zukunft hat, wie es seine Probleme angeht, was für Politiken es angehen wird. Ich bin nicht überzeugt, dass es bestimmt besonders gut gehen wird, aber das liegt daran, dass die Regierungen immer mehr scheinbar dysfunktional scheinen. Und die potenziellen Kandidaten wirken alle unwählbar. Aber ja, Brexit ist eine große Herausforderung für die 27 übrigen Mitglieder der EU. Es führt zu einem riesigen fiskalen Loch, das gefüllt werden muss. Und führt zu einer großen Herausforderung in Handelsbeziehungen. Denn trotzdem, was Barney und all die Remainders in Großbritannien sagen, hat Großbritannien ein Fiskaldefizit gegenüber Europa. Die deutschen Industriellen wissen das sehr gut. Das alte Modell
der deutschen Industrie ist stark durch den Verbrauch von Diesel eingeschränkt worden. Außerdem wird jetzt Großbritannien in einer Art bestrafenden Art behandelt, was auch einer der Ansätze ist. Aber die Pandemie ist die große Sache. Die Pandemie fordert jetzt die grundlegende Existenz der EU heraus, so wie ich das sehe. Denn während des GFCs hat die Europäische Kommission gesagt, dass sie nicht die Regeln lockern wird. Darunter wurde auch Griechenlands Wirtschaft fast zerstört durch diese Politiken. Jetzt sind die Arbeitslosigkeiten europaweit gestiegen, verschlechterte öffentliche Infrastrukturen und es gibt ein Wachstum an Aufständen innerhalb der Bürger. Als Beispiel zum Beispiel die französischen Gelbwesten. In Deutschland gibt es das auch. Die Pandemie macht es aber sehr eindeutig, dass das Ausmaß der wirtschaftlichen Herausforderungen dieses Riesenchaos, das die globale Wirtschaft vor sich sieht, mit den Lockdowns, Arbeitslosigkeit. Die EU-Kommission hatte keine Wahl, als die Stabilitäts- und Wachstumspakt temporär etwas zu entspannen, wobei das noch in Frage steht. Mitgliedstaaten sind damit wirklich in der Lage, sich etwas früher etwas besser auszugeben, besser zu investieren. Aber alleine die zyklischen Einflüsse dieser Wirtschaft werden die Defizite weit über alle Grenzen, die wir festgelegt haben, hinausweiten. Die Frage ist also, wie lange wird die EU-Kommission sich zurückhalten, die entsprechenden Defizitmechanismen aufzubauen? Und natürlich auf der monetären Seite, die EZB hat öffentliche Anleihen gekauft auf dem sekundären Markt auf eine systematische Art, und das ist 2010. Und sie fanden heraus, dass der Maßstab dieser Pandemie nochmal eine ganz andere Welt darstellte. Jetzt haben wir wieder ein Anleihenkaufprogramm im Pandemic Emergency Program, dem PEP, was auch schon Milliarden an Dollar verschluckt hat an Regierungs- und Geschäftsanteilen. Und das ist, was ich diese Intensivstationen nennen würde. Dieses Sicherheitsnest, der letzte Support-Mechanismus für das Wirtschaftssystem. Wenn sie damit nicht weitermachen, dann wird das System einfach zusammenschmelzen. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie ich sie am Anfang gesagt habe, diese globale Krise bedeutet eindeutig, diese fiskalen Wirtschaften brauchen hohe Defizite in den Regierungen für wirklich lange Zeiten. Das heißt, die Bürger müssen sich daran noch gewöhnen. Und jede Bewegung von Regierungen zurück in ihre neoliberale DNA wird Aufstände und Depressionen und politische Instabilität mit sich führen. Wenn man darüber nachdenkt im Kontext Europas, dass es grundsätzlich sagt, dass die grundsätzliche Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion in den nächsten Jahren immer gebrochen werden wird. Das ist ein politisches Thema. Wie lange werden also diese Gesetzesbrüche noch toleriert? Das ist die Frage.
Gut, ich weiß, dass. Im Stabilitäts- und Wachstumspakt auch die Möglichkeit zu diesen Aktionen war. Das haben sie ja auch gemacht. Aber die gesamte Geschichte und Kultur zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel zeigt, dass es endlos dauern könnte. Wir sehen die Spannungen dort. Wir sehen. Dass wir jetzt dieses New Europe feiern, das ist eine Farce, die ich nicht teile, die ich nicht glaube. Es gibt keinen Hinweis, dass es jemals eine föderale oder europaweite Anleihen geben wird. Die uns näher bringen würden an ein echtes Föderalsystem. Deutschland würde das nie erlauben. Und gleichzeitig haben wir Italien als eine der größten Wirtschaften in totaler Krise. Die grundlegende öffentliche Infrastruktur bricht zusammen. Grundlegende Brücken auf Hauptstraßen mussten geschlossen werden aufgrund des erhöhten Risikos, dass sie brechen würden. Wir haben all diese Spannungen, die die grundlegende Infrastruktur, die Architektur der gemeinsamen Währung herausfordern. Und als Langzeitbeobachter Europas kann ich keine Lösung sehen, keine andere, als dass das System hoffentlich früher als später bricht. Und dass einige Länder zurück zu ihren eigenen Währungen gehen. Andererseits wird es unlebbar. Ich würde hier auch aufhören und wäre dann froh, eure Fragen anzunehmen. Vielen Dank, Bill. Wir haben zwei Fragen, mit denen würde ich anfangen. Ihr könnt jederzeit noch welche hinzufügen, wenn ihr wollt. Guten Morgen. Das ist von Manuela Kropp. Ich habe eine Frage. Was denken Sie? Wieso haben die nationalen Regierungen der EU eine Währungseinheit zusammengetan, ohne diese Fiskalkapazität aufzubauen? Wer hatte was davon? Vielen Dank, Manuela Kropp. Das ist eine sehr gute Frage. Du weißt, dass. Wenn man mit dem Prozess der Ratifikation des Maastricht-Pakts vertraut ist, dann weiß man, dass es Die Dänen hatten was gegen diese Ratifikation. Das führte dazu, dass die Elite schwere Kopfschmerzen hatte, dann hätte Dänemark es nicht zurückgewiesen, wäre alles kollabiert. Deswegen gab es dann Gespräche mit den Dänen und da gab es dann einen weiteren Pakt, aber mit der Option, dass Dänemark aus der Währung immer austreten könnte. Dieses hat jetzt vorbei, aber das hat diese Möglichkeit erst eröffnet. Die Dokumente, die die Bürger zu der Zeit erhielten, die die EU-Kommission damals ausgab, ich weiß nicht, wie viele Seiten es waren, das war so 40 Seiten Briefing, ich könnte falsch liegen. Darin wurden all die Vorteile aufgelistet, die die Bürger damit hätten, um sie quasi hineinzulocken, um öffentlichen Support zu erschaffen. Dieses Dokument war sehr unehrlich. Aber die europäischen Dokumente hatten die großen
Beistand für die Integration geleistet. Das kam von der Elite. Und wurde auch von ihr vorwärts gedrückt. Was ein sehr undemokratischer, ein unheimlich undemokratischer Prozess war. Warum wurde damit weitergemacht? Naja. Viele Leute beschuldigen Deutschland für die Architektur der EU. Ich würde Frankreich beschuldigen. Selbst wenn man zurückgeht in die Zeiten von Charles de Gaulle. Frankreich wurde im Zweiten Weltkrieg wirklich stark beschädigt. Und sie dachten immer von über Europa als ihnen unterlegen. Sie fühlten sich stärker als Europa, kulturell. Und dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg dann so abgewertet wurde, verständlicherweise, brachte sie in eine Position der Schande. Und sie hätten alles Mögliche getan zu dem Zeitpunkt, um ihre Position in der Welt als Weltbürger wieder zu etablieren. Und Frankreich nutzte das aus. Deutschland war dabei recht geschickt, hat all diese Sachen einfach mitgemacht, denn sie wussten, dass das ihren Markt erweitern würde und ihnen eine wirtschaftliche Übermacht schaffen könnte. Frankreich aber sah diesen Prozess der europäischen Integration immer als einen Weg, die Kontrolle zu übernehmen und die dominante Kraft zu werden. Natürlich ist das eine Delusion, aber das war der Faktor, der sie nach vorne getrieben hat. Der Ansatz dazu war dann eher interkontinental. Man kann also eine ganze Serie an Events und Vorschlägen beobachten in der Geschichte, wo Menschen, wo Länder diese Motivation hatten. Was Delors tat, war zu dem Zeitpunkt hatten die Eliten bereits den Neoliberalismus für sich entdeckt. Und als Konsequenz daraus konnten die Franzosen noch immer diese Idee ausdrücken, dass sie ihre Dominanz ausbreiten könnten in der Währungsunion. Aber der Weg, durch den sie das machen würden, wäre durch Pakte. Das ist nicht passiert. Diese Wirtschaftsgedanken, die da eingebaut sind, der Weg, wie Privatisierung und Deregulierung passieren, wenn man sich anschaut, wie das alles gemacht wird, hat es alles diesen Fetisch gegenüber dem finanziellen Sektor und dem Unternehmenssektor. Europa ist wie der Rest der Welt bereit, Wohlstand normaler Bürger und Arbeiter und Benachteiligter und Communities zur Seite zu stellen, um unser wirtschaftliches System aufzubauen, das dereguliert ist und die 1% favorisiert. Das ist keine Überraschung, das ist im Design inbegriffen. Und die Menschen blieben uninformiert, haben nicht die gesamte Information erhalten, die ihre Aufklärung nötig gewesen wäre, und du hast gekriegt, was du gekriegt hast. Die nächste Frage ist von John Pye. Ich wüsste gerne, ob Bill parallele Währungen in Europa für eine Option hält.
Ich erinnere mich, dass Steuerkredite entweder verwendet oder vorgeschlagen wurden von Italien. Und ich dachte, das könnte richtig sein. Ich sage, dass eine eigene Währung auf jeden Fall eine Option wäre für Länder, die innerhalb der monetären Union schwanken. Ich glaube aber, dass der einzige Weg, wie eine Währung Stabilität haben kann und Legitimität, ist, wenn sie von Staaten akzeptiert werden kann, akzeptiert wird. Das Problem damit ist, dass wenn Italien zum Beispiel eine wirklich wichtige und gute Parallelwährung aufbauen würde, dann wäre es sehr unwahrscheinlich, dass die EZB das für lange funktionieren lassen würde. Wenn wir uns den Juni 2015 anschauen und wir uns erinnern, was die EZB damals mit dem griechischen Bankensystem machte, als es nicht wahrscheinlich wurde, aber zumindest für möglich behalten, dass die Griechen eine Parallelwährung einführen konnten, um vielleicht etwas die Kraft des Euros zu reduzieren. Aber schlussendlich hat die EZB alle Behauptungen, dass es finanzielle Stabilität gewährleisten würde, einfach fallen lassen und hat Griechenland mit Bankrott gedroht. Diese Art Verhalten war vermutlich einer der grundlegenden Wendepunkte, wo sich dann zur Troika und den Sparmaßnahmen auch hingegeben würde. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es in Europa politisch möglich wäre, dass ein Land eine funktionierende Parallelwährung einführen würde. Es gäbe alle möglichen Probleme mit den Wechselkursen innerhalb Europas. Es gäbe Fragen, wie die Schulden abgebaut werden können. Und ich wüsste nicht, wie das eine funktionierende Lösung für ein großes Land innerhalb Deutschlands, innerhalb Europas wäre. Der einzige wirkliche Weg wäre, den Euro fallen zu lassen. Und sich von dieser ganzen Kontrolle abzusagen, in diesem oppressiven monetären System. Okay, die nächste Frage ist von Simon Garfunkel. Vielen Dank für dieses spannende, für diese Präsentation, dass Sie so früh aufgestanden sind. Da Sie einer der Gründer der MMT sind, wüsste ich gerne fragen, wie MMT in einer offenen Wirtschaft funktionieren würde. Was ist mit importierter Inflation? Ich denke dabei besonders an global Süden, aber auch an entwickelte Länder, die in großen fiskalen Stimuli arbeiten. Du redest hier zu einer Person, die hauptsächlich, ich fange mal vorne an, du redest zu einer Person, ich lebe auch in einer kleinen, offenen Wirtschaft. Noch dazu in einer, die fast keine industrielle Grundlagen haben, sondern in den internationalen Exportmarkt unterwegs ist.
landwirtschaftlichen Produkten und aus den Ressourcen, deren Preise am internationalen Markt oft stark fluktuieren. Die Handelsbedingungen fluktuieren sehr stark. Als Beispiel die Wechselkurse. '86 zum Beispiel war das aus BIP Australiens um 10% gesunken. Nicht, weil wir weniger produzierten, sondern aufgrund der Effekte, der externen Effekte auf unsere Handel. Wir verloren derart viel Geld, dass wir relativ schnell danach auch wieder zurückbekamen, aufgrund der Fluktuation. Australien ist eines der reichsten Länder pro Kopf. Ich bin also in einem Land aufgewachsen, das diese starken Fluktuationen in den Wechselkursen hat. Ja klar, BMW-Autoimporte werden teurer, wenn sich der Wechselkurs in die falsche Richtung verändert. Und sie werden billiger, wenn es in die andere Richtung geht, näher an Parität. Und die Skiferien in die Schweizer Alpen werden teuer, wenn ihre Währung schwächer wird, aber billiger. Andererseits, wir würden sowieso campen gehen, da wir es uns nicht leisten können, in irgendeinem Schweizer Chalet Skifahren zu gehen. Ach, und im Übrigen, Australien hat fast immer ein Fiskaldefizit. Es ist keine Frage von MMT, das zu einer kleinen, offenen Wirtschaft angewandt wird. Wir sind eine kleine, offene Wirtschaft und MMT ist ein Konzept, um dieses System zu verstehen. Ich kann dir versichern, dass wir nennen sie Beat-Ups, diese Stories, die so ein dunkles Licht auf alles werfen, was passieren würde, wenn. Naja, vergesst es. Vergesst es. Es ist kein Problem. Die globalen Finanzmärkte werden immer eine Währung in guter Form sehen, wenn es ein stabiles Regieren gibt, wenn es Fremdinvestitionen gibt, Investitionen gibt, wenn der Arbeitsmarkt gut aussieht. All diese Dinge beeinflussen Währungen. Es gab nie eine empirische Beziehung zwischen den fiskalen Dynamiken und den Wechselkursen, die wirklich wissenschaftlich bestimmt wurde. Das ist nur eine dieser neoliberalen Dinge, um dich von Fiskaldefiziten abzuschrecken. Wenn man sich zum Beispiel Island anschaut in der Krise, es war der größte Bankkollaps der Geschichte. Bedrängt von anderen Regierungen. Die Banken freizukaufen. Und ihre Regierung fiel relativ schnell ihre Währung. Aber was sie taten, war, was jede kleine, offene Wirtschaft machen würde oder jede große Wirtschaft, wenn es massive Spekulationen, Druck gibt, der auf die Wechselkurse geht. Sie standen sogar vor einer sehr, sehr großen Firma vor Gericht und gewonnen diesen Prozess. Kurz nachdem die Währung dann
viel, hat sich auch ziemlich schnell wieder gestärkt als Konsequenz der Hilfen, die die Regierung den Wirtschaft gab bezüglich des Wachstumsprozesses. Die sich verändernde Wechselraten haben zu einem Touristenboom geführt, weil man auf einmal viel mehr dort machen konnte. Und die Lektion, die wir daraus gelernt haben oder lernen sollten, ist, dass wenn wir keine private Miliz aufbauen wollen, um unsere Ziele durchzusetzen, was natürlich nicht passieren wird, wahrscheinlich, sollten die legislativen und die souveränen Kapazitäten der Nationalstaaten unheimlich, die sind so stark, all diese neoliberalen Dinge, die regulativen Prozesse, all diese Dinge. Regierungen wollen im Endeffekt nur nicht ihre eigene Währung töten. In Extremfällen wie Island klappt das auch. Aber normale Geschäfte, wie in Australien, haben wir kein Problem damit, Defizite zu laufen, zu führen. Es gibt Fluktuationen im Handel, in den Preisen, aber wir haben einen sehr hohen Lebensstandard. Okay, jetzt bin ich wieder an der Reihe. Okay, ich kann dich hören. Was ich zweimal in deinem Talk gehört habe. Einmal mit dem ECB Bond Purchasing Program und einmal bezüglich Polen und Ungarn. Ist das tatsächlich ein politisches Instrument der EU mittlerweile? Das heißt, wenn es ein Problem gibt und wir es nicht lösen können, dann machen wir die Augen zu und lassen es einfach laufen. Wie viel schlimmer kann es denn noch werden in der EU? Und was ich denke als Außenseiter, der sich Europa anschaut und insbesondere seine Wirtschaft, also EU, anguckt, Australien war ja früher auch ein eher europäisches Land. Das heißt, unsere kulturellen Institutionen sind europäisch, nicht mehr heute, nicht so viel. Aber das ist die Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Was mich immer angeregt hat an Europa, insbesondere an diesem ganzen Integrationsprozess, ist, wie es als eine Art technisches Konstrukt mit all diesen Regeln verkauft wurde und all diesen Prozessen. Diese labyrinthischen Wege, die da Europa geht, um irgendwas zu erreichen, diese Komplexität seiner Entscheidungen, das war immer eine spannende und essentielle Charakteristik irgendwas Europäischen. Das hat zu vielen interessanten Beleidigungen innerhalb der 80er, 90er geführt. Die Behauptung war, dass das ein System ist, das derart regelfixiert ist. Aber was es zeigt, ist, dass am Ende des Tages, dass es diese totale Zufälligkeit gibt unter der Elite. Wenn ich zurückdenke an 2015, 16 in Spanien. Spanien wuchs überhaupt nicht. Es wurde wirklich schlecht, es kam sehr schlecht durch die Sparmaßnahmen, die ihm auferlegt wurden. Und im Dezember dieses Jahres, als die Nationalwahlen anstanden, war es ziemlich wahrscheinlich, dass die Sozialisten gewinnen würden, die spanische Wahl gewinnen würden. Was tat die Kommission? Naja, sie erlaubt es den Konservativen, die Defizite weit über die Limits hinaus zu pushen und schauten weg, denn sie wussten. Und was passierte? Die spanische Wirtschaft wuchs. Es war kein Wunder, denn die Regierung gab mehr aus und erhöhte ihr Defizit nach Jahren der Sparsamkeit. Und alleine wie die EZB damit, äh, die
EU-Kommission da umgegangen ist, das war, sie haben es einfach ignoriert. Es gab keine Aufrufe zur Sparsamkeit. Sie warten damit bis nach der Wahl. Dafür gibt es immer wieder Beispiele. Denkt zurück an die erste Nation, die den Stabilitäts- und Wachstumspakt gebrochen hat. Das passierte 2003, das war Deutschland und Frankreich. Die beiden brachen den Pakt. Und wie wurde das gelöst? Naja, sie veränderten die Regeln. Weil sie wussten, Deutschland war in einer tiefen Rezession und es gab keinen Weg, wie sie Sparsamkeit auf Deutschland legen könnten. Deutschland würde es nicht annehmen. Also mit hin und her haben sie halt einfach weggeguckt. Und in dem Fall veränderten sie Regeln, um sie der Realität anzupassen. Warum haben sie die Regeln nicht angepasst, als Griechenland in der Krise war? Naja, weil sie Griechenland als verarschen konnten. Und dann konnten sie wieder an die Regel halten. Was man da sieht, was ich auch heute als letzten Punkt anbringen möchte, dass wir in einem wahren Dilemma sind. Es gibt keinen Weg, diese Regeln zu verstärken. Es gibt keinen Weg, wie die EZB dieses Loch noch auffüllen kann. Und es gibt keinen Weg, wie wir wieder diese Defizitmechanismen verwenden können. Für eine unbestimmte Zukunft, was haben wir denn noch übrig? Das ist das Dilemma, das Europa gerade gegenübersteht. Hast du irgendwelche Frage, eine Idee, in welche Richtung das gehen wird? Okay, das ist eine unfaire Frage, weil es sehr spekulativ ist, wenn du nicht antworten möchtest. Aber kannst du dir vorstellen, wo all das hinzuführen wird? Wird es eine durchgängige Paralyse sein oder Chaos? Ich glaube, selbst in Australien hat die Regierung eine massive Fiskalspritze beigesteuert, um mit der Pandemie umzugehen. Aber wir sehen, dass es nur etwa 40% dessen ist, was nicht nötig war. Und die Progressiven sind damit sehr, sehr unwohl, fühlen sich da sehr unwohl in diesem Umfeld und wollen, dass es möglichst bald endet. Das sind die Art Spannungen, von denen ich rede. Dasselbe passiert in Europa. Ich meine, dieser Deal, der jetzt wichtig ist, ist nicht wirklich ein Deal. Die Debatte, ob es entweder Grants oder Loans sein werden, also Leihgaben oder einfach Geld auf die Hand. Jeder Fiskalstimulus, der jetzt entsteht, es ist alles lächerlich klein. Sie sagen, dass es so etwas Großes ist und sich die Mentalität so verändert, aber es ist kein großer Wandel. Und das spiegelt diese Spannung wider. Sie wissen, sie müssen irgendwas machen, das anders ist, als was sie sonst immer machen, was ihre DNA ihnen sagt. Aber diese Spannung sagt, dass sie erstens nicht genug machen. Das heißt, dass das Gesundheitssystem ächzt und krächzt, Arbeitslosigkeit steigt. Wir haben noch eine große Spannung, was auch im Brexit-Prozess relevant war. Und es passt auch zur ersten Frage. Ich glaube, es war Pablo oder Miguel oder sowas. Ich erinnere mich nicht ganz. Und zwar, wer davon Vorteile trägt. Der Neoliberalismus ist gemacht, um die Probleme zwischen den Eliten und den Regierungen auszubalancieren. Die Pandemie verstärkt auch die geografische Unterschiedlichkeit der Verteilung der Ressourcen für die Menschen. Das ist nicht nur unterhalb der Länder, sondern auch innerhalb der Länder der Fall.
Macrons Partei in Frankreich. Marine Le Pen scheint wirklich eine Chance zu haben, das durchzudrücken. Man kann sehen, dass die Konservativen in Deutschland jetzt Deals mit der AfD machen. Jetzt, man kann all diese komischen, dysfunktionalen Politiken, die entstehen, und die traditionellen, progressiven Parteien sind nirgendwo nah an dem, was wir jemals gesehen haben. Die Kredibilität dieser Parteien ist jetzt einfach weg. Sie sind unwiederwählbar durch die Dinge, die sie in letzter Zeit gemacht haben. Wenn man sich den Brexit-Prozess in Großbritannien anschaut, die Progressiven waren da wirklich ein Desaster. Und das ist auch, warum die Briten eine der schlimmsten konservativen Regierungen hatten. Und trotzdem konnten die Labours nicht gewinnen. Das, weil sie die Stimme der Arbeiterklasse nicht annehmen konnten, die gehen wollten. Und das ist der Punkt. Und naja, all diese Spannungen, ich glaube, im politischen Sinne, drücken uns immer weiter in Richtung von Extremen. Und als progressive Person ist das sehr enttäuschend, denn es gibt politische Stimmen, die irrelevant werden, leider. Okay. Ich denke, hier werden wir aufhören. Es gibt keine weiteren Fragen, soweit ich das sehen kann. Wir danken dir sehr, sehr für deine Teilhabe. Wir haben immer noch eine offene Einladung, von der du noch nicht weißt. Diese Gesprächsreihe Ökonomie jenseits der schwäbischen Haushalte findet in Berlin statt. Und Bill sollte im Mai hier sein. Wir haben trotzdem noch diese offene Einladung dir gegenüber. Sobald Dinge wieder etwas ruhiger werden. Die australische Regierung hat uns gesagt, dass internationale Grenzen vor Juni des nächsten Jahres nicht zu öffnen geplant sind. Wir haben vor, den Virus zu eliminieren. Es klappt noch nicht so gut wie gehofft, aber es ist größtenteils besser als in anderen Ländern. Wir planen ihn zu eliminieren. Dementsprechend ist es für uns radikal anders. Ich wäre auch sehr viel lieber mit euch in Berlin gewesen, aber das ist die Realität des Lebens heutzutage. Als Australier, der regulär nach Europa reist und dort Präsentationen hält, muss ich jetzt um 3 oder 4 oder 5 Uhr morgens aufstehen, um diese zu halten. So ist es nun mal. Okay, nochmal vielen, vielen Dank. Und für unsere Zuschauer, Zuhörer, wir werden mit dieser Serie weitermachen, einmal im Monat. Die nächste wird bald angekündigt. Nochmal, Bill, vielen Dank. Und wir freuen uns schon auf dein nächstes Buch. Oh ja, das ist das Sequel zu meinem ersten Buch. Es wird Ende dieses Jahres, später in diesem Jahr hoffentlich noch veröffentlicht. Nebenbei für unsere Zuschauer, es ist ein Buch, das ihr wirklich lesen solltet. Es hat zwei Vorteile. Es ist eigentlich zwei Bücher. Zum einen ist es die Geschichte der EU und Europas. Und der andere Teil, der mindestens genauso spannend ist, ist, ich glaube, ja, die Job Guarantee, die Arbeitsversprechen. Es ist ein Buch, das ich ganz stark empfehlen kann. Es ist faszinierend. Wenn du es anfängst, wirst du vermutlich bis zum Abend durchlesen. Und nochmal vielen, vielen Dank und pass auf dich auf, Bill. Ja, vielen Dank für eure Arbeit.